Hey Leute, herzlich willkommen zu einem Video. Heute bin ich hier mit Isabelle. Und ja, wir haben gerade schon ein Video für sie gedreht, deswegen sind wir gerade bei uns zusammen und werden heute darauf reagieren, was die Ponys machen, wenn sie alleine sind. Wir haben nämlich jetzt seit ein paar Wochen eine Überwachungskamera im Stall. Isabelle kennt die Ponys ja auch schon ein bisschen. Ja. Ist ja auch schon mal geritten. Und ja, wir werden es jetzt mal anschauen. Ich bin echt gespannt, weil man wird's ja, was interessiert dann ja, finde ich schon, was die Ponys machen, wenn man nicht da ist. Und wenn mal was passiert, kann man sehen, was passiert ist. Und das werden wir uns jetzt mal anschauen. Wir haben diese Überwachungskameras nämlich von Reolink zugeschickt bekommen. Also es ist, also werde ich die Kamera euch jetzt mal ein bisschen vorstellen. Die ist ganz cool, aber ich bin auch gespannt. Wir gehen jetzt direkt mal auf live drauf, was die Ponys jetzt gerade tun. Also wir haben zwei Kameras, einmal bei Belly und so und dann noch eine bei Eddie und so. So, jetzt gehen wir mal erstmal bei Belly und so schauen. Man kann nämlich diese Kamera auch bewegen. Es gibt hier eine Funktion dort. Können wir uns das mal ein bisschen anschauen? Oh mein Gott. Ich glaube, da vorne ist schon Nilsi. Ja. Und Mom ist gerade auch ausreiten. Die ist nämlich gerade im Stall. Deswegen müsste Heinz nicht da sein. Und Belly steht, glaube ich, da hinten. Man sieht jetzt natürlich gar nicht so viel. Ich habe aber schon mal, beziehungsweise Mom hat auch zwischendurch schon mal ein paar Sachen aufgenommen. Das kann man mit der App auch machen, dass man einfach so eine Bildschirmaufnahme direkt macht. Und da kann ich euch nachher noch mal ein bisschen was von zeigen, wenn auch mal ein paar so lustige Sachen da passiert sind. Okay, dann schauen wir mal bei den Kleinen vorbei. Dabei warst du überhaupt schon mal im Stall bei denen? Nee, da war ich noch nicht. Ach, dann siehst du ihn jetzt das erste Mal. Okay, da sind die Süßen. Also der Reitplatz ist ja jetzt gerade offen, deswegen stehen die da drin. Aber hier kann man ein bisschen mehr erkennen. Eddie Line, Lucky und Shreddy, Cuties. Mhm. Kann man sich auch etwas umschauen und man kann sogar mit einem Mikrofon dadurch sprechen. Also wenn man jetzt wirklich mal jemanden da sehen will oder mit den Pferden irgendwie mal sprechen möchte. Es gibt auch irgendwie so ein Signal, also so ein Signalton, so ein Sirenenalarm. Den habe ich jetzt noch nie ausgetestet, weil ich wollte jetzt nicht auf einmal die Ponys aufscheuchen. Aber man kann sich dadurch sprechen. Ich habe auch schon mit Mom geredet, als sie da im Stall war und sie mit mir. Das werden wir uns dann jetzt mal anschauen. Also man kann sich auch in der Nacht filmen. Da ist die Qualität auch eigentlich ganz gut, finde ich. Man erkennt da auf jeden Fall viel. Hier sieht man jetzt zum Beispiel Valley und Heinz einfach am Füttern. Und wenn man jetzt halt einfach mal so bei den anderen vorbeischauen will, kann man die Kamera einfach schwenken. There's the Neil. Süß. Hier habe ich auch mal was aufgenommen. Da sieht man auch, das hätte ich halt nicht gewusst, wenn ich die Kamera nicht habe. Valley geht dann einfach zum Kacken raus. Er kackt da einfach hin. Was hat denn auf dem Kopf? Das ist dann, glaube ich, das Heu. Ach so. Und das hätte ich halt auch nicht gewusst, weil ich habe mich auch, also im Stall ist sehr ordentlich auf jeden Fall. Und dann gehe ich einfach wieder rein. Und ist weiter, richtig süß. And there he's going again. Hier ist jetzt auch eine Aufnahme vom Morgen. Also wie es halt am Morgen manchmal so aussieht. Auch richtig schön. Da stehen halt alle dann auf der Wiese. Und der Himmel. Oh mein Gott. Look at the sky. Beautiful. Ja, wir haben oft halt in der Nacht mal aufgenommen und dann immer mal wieder am Tag. Und da sieht man halt auch echt, dass die Aufnahme eigentlich ganz gut ist. Hier haben wir das erste Video mit Ton, wo ich mal die Pferde selber hören kann. Ich glaube, Mom kommt da gerade zum Füttern. Und da freuen die sich auch immer mega, deswegen wiehern die da auch. Richtig süß, die Freunde sind immer voll. Das hört man ja aus dem Auto auch noch nicht, dass die Innenstall schon wiehern. Kommen die da alle angelaufen. Wissen jetzt gerade oh da. Really cute. Da ist Mom jetzt schon im Stall. Macht da einfach ihre Sachen. Aber irgendwann spreche ich, glaube ich, auch gleich mal mit ihr. Also wie gesagt, man kann auch durch die Kamera sprechen zu den Personen im Stall oder zu den Pferden. Aber man kann halt auch die Leute hören. Man hört ja jetzt auch, wie Mom das Heu da aufschüttelt. Also hier kann man, da habe ich jetzt auch wieder die Kameraperspektive geändert, kann man halt auch so runterschauen. Also man kann mich 360 Grad sich komplett drehen. Hallo Mimi! Hast du das gehört? Ja. Alles gehört? Haben wir nochmal gehört. Hallo Mimi! Ah, aber leider hatte ich es nicht drauf, wie sie sich erschrocken hat, weil ich da nicht so schnell gedreht habe. Aber ich glaube, da geht sie jetzt auch schon wieder. Was macht sie von da hinten? Wie sie den Arsch da reinzeigt. Und dann geht sie auch schon wieder. Okay, hier haben wir noch einen Clip von Lucky und Eddie und so richtig süß, wie sie daher rennen. Schon gar nicht. Kommt da auch noch hinterher. Boah, Cuties. Alter, wie die rennen. Das machen die auch nie, wenn ich da bin. Oh, wie süß. Ja, bei denen geht irgendwie mal ein bisschen mehr vor sich. Die haben jetzt mehr Bewegung, aber Eddie, der Kleine. Da rennen sie schon wieder weg. Süß. Lucky und Eddie spielen auch immer noch so ein bisschen. Cuties. Hier seht ihr jetzt auch mal die Kamera im Stall, also so sieht das halt, da haben wir die erst aufgehangen bei Valley. Man hört da jetzt auch, Mama hat da mit mir gesprochen. Ja, das ist gut, was du da machst, ne? Die Pferde freuen sich, ich habe gerade schon beobachtet. Man kann es auf jeden Fall echt gut hören, also es ist auch relativ laut. Und dann hat sie mich halt auch nochmal selber gefilmt von der Kamera aus. Da fütter ich jetzt halt die Ponys. Schmeißt alle drüber.
Siehst du genau, wenn man das falsch macht. Da mache ich auch noch das Wasser da drauf mit der Gießkanne. Da war Mama eine Weile einen kleinen Urlaub, sag ich mal. Sie hat mich um die Pferde gekümmert, konnte sie mich da die ganze Zeit sehen. Aber ja, ist natürlich, also das ist natürlich jetzt einfach nur zum Spaß halt gewesen. Weil ja, das ist auch echt ganz lustig, dann auch mal mit den Leuten zu reden. Aber wenn natürlich mal wirklich was passiert, kann man natürlich auch dann reagieren. Also ist ganz lustig, ich könnte es ja mal live versuchen, nur die Pferde sind halt gerade so weit weg. So, jetzt gucken wir noch mal ganz live drauf. Wenn jetzt sich auf jeden Fall ein bisschen bewegt, jetzt sieht man ihn auch besser, jetzt erkennt man ihn auch wenigstens vernünftig. Aber Mama muss jetzt auch irgendwann mal von ihrem Ausritt wiederkommen. Ich guck mal da zum Tor. Ja, soviel zu der Kamera. Also es ist echt sehr praktisch mit den ganzen Funktionen, dass man sich bewegen kann, durchsprechen kann und alles. Und natürlich ist sie regenfest, also ist ja für draußen. Also ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und ich fand es echt interessant. Und ja, also schaut gerne auch auf Instagram vorbei, bei Reolink selber. Und da habe ich auch ein Gewinnspiel. Ihr könnt eine Kamera gewinnen. Also genau so eine. Genau, also ich würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Ich würde mich auch mega freuen, wenn ihr in meinem Merch-Shop vorbeischaut. Auch bei Isabella vorbei, alles in der Infobox. Und auch bei Isabella ist noch ein Video, was demnächst online kommt. Da habe ich Isabella gestylt. Oh Gott. Super geworden. Ja, auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat es heute gefallen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.